Bremerhaven. An der Zollstation im Hafengebiet kontrollieren die Polizisten Matthias Clemens und Stefan Redeck den Verkehr. Sie haben einen Gespann angehalten, das überladen wirkt. Spricht ihr Deutsch? Nicht so gut, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht, okay. Dann wollen wir gleich mal gucken. Open, open, open. Wenn die Kollegen von Zoll gleich fertig sind, hier mit den zollrechtlichen Sachen, dann werden wir an den Fahrer herantreten und eine Fahrzeugkontrolle durchführen, weil hier rein optisch der Verdacht der Überladung besteht. Der Zustand der Hinterachse mit dem Einfedern vom Zugfahrzeug, das schleift schon. Wenn man hier oben reinguckt, ist der Kotflügel schon durchgescheuert von früher. Der hat ihn also schon öfter überladen. Dabei bleibt es aber nicht. Stefan Redeck zeigt Matthias Clemens den nächsten Mangel. Der Reifen ist bis auf Stahl. Oh ja. Der Reifen ist bis auf Stahl durchgefahren. Der Reifen ist also so weit runtergefahren, dass die Drahtkarkasse durchguckt. Der Reifen hat also zur Stabilisierung eine Drahtschicht. Und da ist dann das Gummi drauf, das dann eben flexibel ist. Und wenn das Gummi dann so weit abgefahren ist, dass der Stahl schon rausguckt, dann ist der Reifen definitiv verkehrsunsicher und die Weiterfahrt ist damit zu untersagen. Um einen Unfall durch einen geplatzten Reifen zu verhindern, greift Matthias Clemens zur Spraydose. Ich werde mit dem Spray den defekten Reifen markieren, damit er nicht auf die Idee kommt, damit weiterzufahren. Denn wenn er damit unterwegs sein sollte und an irgendeiner Streife vorbeifährt, ein rosa Reifen, fällt jedem auf. Für mangelhafte Reifen sieht der Bußgeldkatalog eine Strafe von 90 Euro vor. Jetzt kontrollieren die Verkehrspolizisten die Fahrzeugpapiere der geladenen Wagen. Von einem fehlen die Unterlagen. Kennzeichen sind noch nicht mehr dran, ne? Also der hintere ist ein Mustang, da muss der VW, das da vorne sein, ne? Der VW wiegt 1,5 Tonnen, 1,56 Tonnen leer. Das, für welchen ist das? Das ist für den? Das ist für den Audi. Der hier? Der Audi wiegt 1,8. 1,84 Tonnen. Der Mustang wird auch in dem Bereich sein. Ah, der hat da vorne einen Aufkleber auf der Scheibe. Ich guck mal, ob da was draufsteht. Hier, nimm mal erstmal den, ja, dass du das beieinander hast. Mileage, Image, Check-in-Date, Radio, Keys. Kein Gewicht. In aller Regel haben diese Fahrzeuge maximal 3,5 Tonnen zulässige Anhängelast. Und das, was hier hinten drauf steht, sind alleine schon, ja, ich sag mal so bei knapp 3,2. Und dann kommt noch der Anhänger dazu, der auch noch mal eine knappe Tonne wiegt. Also die Anhängelast ist wahrscheinlich erheblich überschritten. Okay? Danke. Wir sind soweit durch. Jo. Der Zoll übergibt den rumänischen Fahrer an die Polizei. Ich brauche Dokumente hier für Kamion, yes, Trailer. Und Trailer. Für jedes der zwei Gespannteile gelten laut Papieren verschiedene Gesamtgewichte. Der LKW ist auf 3,5 Tonnen zugelassen. Das heißt, dass der PKW, der da drauf steht, vermutlich schon zu viel ist für das Zugfahrzeug. Er darf das Auto ist abgelastet auf 3,5 Tonnen. Oh. Und er darf 950 Kilo zuladen. Der Passat wiegt 1,56. Der Mustang ist angemeldet beim Zoll mit 1.936 Kilo. Ja, dann hat er schon mal 3,6 Tonnen an PKW plus 800 Kilo Leergewicht vom Anhänger. Sind wir bei 4,4 Tonnen und 3,5 darf er ziehen. Dann fahren wir jetzt mal zur Waage. Jetzt fahren wir zur Waage, weil allein von der Papierlage her ist eine deutliche Überladung festzustellen. Is it possible that you can follow us? Follow. Follow. We drive before and you drive behind us. Okay? Okay. Okay. Das Dokumente bei uns. Fahren hinterher. Fahrzeuggewichte können durch An- oder Abbauten vom eingetragenen Gewicht abweichen. Klarheit verschafft dann nur eine Waage. Die befindet sich 5 Minuten entfernt im Hafengebiet. Wir müssen beide Fahrzeugteileinheiten, einmal den Anhänger und einmal das Zugfahrzeug, getrennt verwiegen. Problem ist, aber das scheint er zu lösen, er kennt das schon, dass er einmal den Anhänger abmachen kann und dann mit dem Zugfahrzeug drauf fährt, damit wir wissen, was tatsächlich das Zugfahrzeug wiegt. Als erstes fährt das Zugfahrzeug auf die geeichte Waage.
Auf der Waage wurde angezeigt 4200 Kilo. Das sind 700 Kilo zu viel. Jetzt zieht der Rumäne seinen Anhänger samt Ladung auf die Waage. So, der Anhänger wiegt 4420 und darf 3500. So, der Anhänger wiegt 4420. Und das Gesamtzuggewicht ist 8620. Ja, bei zulässigen 7000. Also 1620 Kilo ohne Abzug der Toleranz ist der überladen. So, dann müssen wir erst mal klären, wo er geladen hat. Weil die müssen die Autos wieder zurücknehmen. Vorher ist aber noch ein Bußgeld fällig. Das berechnet Matthias Clemens mit Abzug von Toleranz und Stützlast. Dem rumänischen Fahrer erklärt Stefan Redek das weitere Vorgehen. Ein Smartphone hilft dabei. Er hat einen Google-Übersetzer, der von Deutsch ins Rumänische übersetzt, weil ich wissen will, wo er die Autos geladen hat. Das versteht er nicht auf Englisch. No company. Hier? No? No company? No. Er will mich nicht verstehen. Ein beliebtes Verhalten, wenn es unangenehm wird. Ja, hier in Bremerhaven. Mustang Port. Ja. Wo? Stefan Redek lässt den Fahrer nicht vom Haken. Am Ende haben er und sein Kollege Matthias Clemens, was sie wollten. Er hat die Autos bei Rolltec bekommen. Franziusstraße 96a. Ja. Ich habe jetzt Master in mittlerer Mathematik. Ja. Und kann dir sagen, der LKW ist überladen um 18,3%, der Anhänger ist überladen um 24,6% und das Gesamtgewicht, das Zuggesamtgewicht ist überschritten um 21,4%. Also landen wir im Bereich zwischen 20% und 25% Überladung. Das sind 190 Euro Bußgeld. Ja. Für den mangelhaften Reifen, das halbe Bußgeld sind 45 Euro. Ja. Die Gebühren dazu kriegen wir von ihm genau 250 Euro. Der Mann aus Rumänien akzeptiert das Bußgeld, übermittelt per Übersetzer aber einen speziellen Zahlungswunsch. Okay. Er sagt, er kann durch die Bank mit Card. Card oder Bankomat. Bankomat? Also Geldautomat. Erstmal zu Rolltec. In Rumänien, ja, das ist mir egal, wo das Geld herkommt. Er sagt, er kann durch die Bank in Rumänien bezahlen. Wenn das jetzt nicht gleich geht, dann muss dann nachher der Spätdienst dabei und das Geld einziehen. Ja, wir haben hier EC Cash. Nee, er möchte gerne, dass wir ihm das aufschreiben und er das dann aus Rumänien überweist. Nein. Now you have to pay cash. Cash, Bankomat, Mastercard. Cash. Ja, das ist... Hat er Cash. Das ist okay, so. Das Perfekt. Ist gut. Perfekto. Diesel. Ja. Not our problem, your problem. Doch damit hat sich der Fall noch nicht erledigt. Jetzt sind wir bei der Firma angekommen. Laut Auskunft von ihm ist das die Firma Rolltec. Die befindet sich hier. Und die, da werden wir jetzt veranlassen, dass das Fahrzeug dementsprechend entladen wird, dass es in einem fahrbaren Zustand wieder ist. Die Firma importiert Wagen aus den USA. Stefan Redek erkundigt sich, ob dem rumänischen Kunden geholfen werden kann. Die Firma ist in der Lage, ihm zwei Autos abzunehmen. Dann haben wir das Problem schon mal weg mit der Überladung. Dann kann einer auf dem Anhänger bleiben. Es steht immer noch im Raum der zu wechselnde Reifen. Hier auf dem Firmengelände gibt es keine Möglichkeit, den Reifen zu wechseln. Muss er also gucken, dass er irgendwo jetzt noch jemanden findet, der ihm den Reifen wechselt. Aber wir sind wahrscheinlich außerhalb der Geschäftszeit. Wenn er Pech hat, geht das erst morgen. Aber er fährt mit diesem blanken Reifen, der bis auf die Karkasse durchgescheuert ist, nicht weiter. Das erklärt Stefan Redek jetzt dem rumänischen Fahrer. Der erwidert per Zeichensprache, dass er sein Reserverad aufziehen will. Das Reserverad hier kann man schon, hier sind schon Blasen, außerdem ist es platt. Das ist auch durchgescheuert. Die Kontrolle zieht sich bis in die Nacht hinein. Der Fahrer versteht nicht, was falsch ist. Seine Freundin am Telefon soll nun übersetzen.
Don't give me that. Nein, Sie verstehen mich nicht. Zwei runter. Das habe ich Ihnen die ganze Zeit erklärt. Zwei Autos runter und einen darf er auf dem Anhänger mitnehmen. Das haben Sie aber anders gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt.